Bei mir kommen sogar jetzt 3 durch. Wenn ich Glück habe, sogar 4. 5. Scheiße, ein Hack wurde gefressen. Der Mensch, das war immer früher verflucht, ey. Bei den ganzen Zeitaufgaben, die hab ich immer übersprungen. Ich nicht. Ich hab immer versucht, alles zu machen. Das hab ich immer früher bei meiner Party gespielt, das weiß ich noch, ey. Hab immer die Spielstände gelöscht und hab neu angefangen. Hab immer Ärger gekriegt, deshalb. Das ist einfach ein geiles Spiel. Ja. Wie ich da mein N64 irgendwann bekommen habe, habe ich mich voll gefreut, weil ich das dazugekriegt habe. Ich meine, wer kommt schon drauf, goldene Feder, rote Feder, solche extra Geräusche einzubauen? Ey, Arsch, machst du mich voll geil drauf. Ich glaube, ich spiel's heute noch mal durch. Oder ich, die Honig, ich habe das Geräusch. Was passt dir wie voll dazu? Ich weiß. Wer kommt auf die Idee, ein Bär nach einem Siebzehner zu nennen? Tja. Das muss Bauern bestimmt ist. Banjo, ein Banjo. Das Schöne ist, dein Lieblingsinstrument ist ja auch ein Banjo. Ja, ich weiß. Das ist schon mal vom. Die 100 Noten sammle ich zum Schluss. So schnell kann man sich umentscheiden. Da gibt's aber ein sauschweres Puzzleteil. Welches? Wie war's, wenn man alle Schneemänner killt, kriegt man, glaube ich, noch eins. Ja, ich weiß. Das ist nicht so schwer. Ja, ist schwer rauszufinden, eigentlich. Nee, wenn man Spaß an der Attacke hat, dann würde man gerne ausprobieren, ne? Stimmt. Und jeder Schneemann gibt sowas Geiles her. Hey, ab in den Tannenbaum. Noten abholen. Nein. Ich hab so früher nicht geblickt. Zum Beispiel mal im Tannenbaum. Dieses Puzzleteil auf Reis. Jetzt weiß ich's. Was ich bei Banjo-Tooie blöd finde, ist, dass Banjo gar keine Attacke mehr beherrscht. Am Anfang. Stimmt. Aber die sollten wir echt so ein Spiel rausbringen, wo es die Vorgeschichte erzählt wird. Vielleicht gibt's ja sowas als Comic oder so. Keine Ahnung. Weil ich mich würde das echt gerne mal interessieren. Ich glaube, das ist so wie eine Kurzgeschichte. Hat kein Ende und keinen richtigen Schluss. Kein Anfang, kein richtigen Schluss. So rum. Aber die Xbox-Version, die ist voll zum Kotzen. Die hat mal Kumpel. Also der gleiche Typ, der vor der Loser da drin ist. Das speichert im. Guck mal, wenn du verwechselst, hast du die gleiche Anzahl an, wenn du wieder aufwachst. Von der Kindergarten-Version, ey. Okay, was kann ich jetzt machen? Außer mich vom Schneeball töten zu lassen. Genau, Schneemänner töten. Oh, ich liebe das immer, wenn sie mit ihren Schneeball werfen. In Click-Lock wurde das doch so nervend. Ja, stimmt. Aber die Pisser treffen auch ziemlich oft. Ich weiß. Da sieht man schon, was damals die Gegner für eine hohe KI hatten. Mhm. Im Gegensatz zu heutigen Spielen. Ja, die bewegen sich auch nicht vom Fleck, wenn man Spencer angegriffen werden. Und drehen sich auch mit dem Zylinder immer genau in die Richtung. Geile KI. So, mal gucken, ob ich den Schneemann auch von hier hinten treffe. Und? Scheiße! Knapp, hä? Zu knapp. Stirb! Du bist tot, ich bin glücklich. Und da ist das Puzzleteil. Wo ich offscreen echt extra einen Sturzflug gemacht habe da drauf, ne? Oh, ich habe keine Feder mehr. Ich bin immer 1 Zentimeter drüber geflogen. Sauber. Das mache ich aber auch immer. Ich will das Ding erwischen, nicht, dass diese Kazooie-Sequenz nicht kommt, aber dann das brauche ich nicht. Okay, ich habe keine Feder mehr, das ist peinlich. In der Welt gehen mir immer die Federn aus. Das ist so auf dieser Rampe. Das sind viele Federn. Ja. Und auf dem Schal. Wo du wahrscheinlich gerade bist, dem Sound nach zu urteilen. Nein, ich cheate gerade. Okay. Ah. Das ist auch ein bisschen brutal, dass es echt zu hoch gebaut wurde, der Schneemann. Mhm.
Du hast schon mal Nuts & Bolts gespielt, oder? Schraubelocker. Nuts & Bolts, also der dritte Teil. Na klar. Also, der ist schon geil, aber Problem ist halt, dass es nicht mehr Jump'n'Run ist. Das ist zu sehr nach Minispiel ausgerichtet. Ja, stimmt, aber ich mein's, die Level-Designs, die sind so stark, so hammergeil. Ah, fuck! So unendliche Weiten eines Levels. Und das ist hier das erste Level sozusagen. Aber schon hast recht, der erste Teil ist sowieso besser. An den kommt nichts ran. Okay, 2 Honigwaben und keine. Ich fand das immer damals so schön, wenn man immer auf die Energieanleiste geguckt hat. Immer wenn sie so ein grimmiges Gesicht hat, auf einmal mit einer Honigwabe hatten sie irgendwie so ein ganz komisches Gesicht, ne? Auf einmal geht das Gesicht weg. Auf einmal haben sie wieder ein grimmiges Gesicht wie bei 2 Honigwaben. Ja, stimmt. Ist mir auch schon aufgefallen. Ob die das extra gemacht haben, weiß ich nicht. Aber ich fand Kazooies Gesicht immer am besten als die Benjos. Ich find's auch nicht schlecht, dass die Gegner nicht spawnen und dass die Honigwaben so lang bleiben, bis man sie aufsammelt. Tja. Jetzt habe ich das auf jeden Fall genug Federn und da ist der Grundhilderschalter. Das hat man so gut wie keinem Spiel. Außer im Banjo-Tooie, da spawnen die Gegner dann wieder. Aber es sieht auch cool aus, wie die spawnen. Ja, ich weiß. Fast wie ein Donkey Kong 64. Ja, fällt mir gerade auf. Alter, kannst du Gedanken lesen? Ich hab's gerade so verglichen, weißt du? Das sind zwei Rare-Spiele. Die spawnen ganz genauso. Alter, so billige Spiele, ey. Die besten N64-Spiele sind Zelda, OOT, Majora's Mask, Banjo-Kazooie und Donkey Kong 64. Mario 64... Ja. Mario 64 ist im Gegensatz zu Banjo-Kazooie für mich nur ein kleiner Pups. Ja, stimmt, ist auch eins der ersten Sound respektieren. Also meine Top 3 sind auf Platz 3 007 GoldenEye, das ist so geil. Ich hab's das mal angetestet, also ich mochte es noch nie, James Bond zu spielen. Du hast halt fast die meisten Waffen, die es je in einem Videospiel gab, abgesehen von Borderlands. Platz 2 habe ich jetzt vergessen. Weil ich muss überlegen. Ich glaube leider etwas. Okay, ich habe 66 Minuten. Es geht. Los, Banjo, ich will ganz auf die Spitze fliegen. Ah! Aber wir haben einen Klickercode immer. Das ist 3 Noten gefehlt. Immer woanders. Zum Kotzen. Das Schlimme war, bei Treasure's Truth Cove hat mir immer die eine und dieselbe Note gefehlt. Und zwar bei der Treppe, wo man hochgehen konnte. Stimmt. Die vergesse ich auch öfter mal. Die habe ich zum Glück beim Let's Play nicht vergessen. Ja, ich hab sogar. Oh, eine Note fehlt noch. Findet er die? Zack, da war sie. Sauber. Oh mein Gott. Ja, klar, ein Gegner schlittert durch mich durch. Oh, ich liebe diese Gegner. Immer wenn sie. Ja. Ja. Mein Lieblingsangriff hört man schon raus, ist immer AB. Ja, stimmt. Auch bei Bodengegnern. Oh, B. Das ist eine der stärksten Attacken. Hast du schon mal die ZB-Attacke gemacht? Ja. Ja, muss man auch am Anfang. Die benutze ich, glaube ich, nur insgesamt 6-mal im Spiel. Einmal bei den 4 Steinen und bei den 2 Schaltern in Rusty Bucket Bay. Ja, stimmt. Ich benutze sie auch kaum, ey. Obwohl sie eigentlich sehr recht stark ist. Ja, ist genau wie die AB-Attacke, nur dass sie total lang dauert, bis man sie ausgeführt hat. Und kaum Radius hat.